Hallo, Servus und moin, moin, liebe Leute. Hoffe, ihr hattet ein gutes Wochenende. Ich war am Wochenende so ein bisschen unterwegs, bin auch so ein paar Rennen in Automobilista gefahren. Da gab es ein Update. War bei den Kiddies ein bisschen im Garten, das Wetter ausnutzen. Und habe mich natürlich auch bei The Hunter ein bisschen auf den alten Karten nochmal umgeschaut, wollte hier mal schauen, was hat sich denn hier alles seit dem Update verändert. Und bin hier leider auch auf einen kleinen Bug gestoßen, damit ihr nicht ständig auf Bugs stößt und über solche Sachen auch informiert werdet und vielleicht ein paar Neuigkeiten, Tipps oder einfach nur ein bisschen Spaß haben und spazieren gehen. Lasst gerne ein Like da, falls noch nicht geschehen. Über ein Abo würde ich mich freuen. Und wir befinden uns jetzt zurzeit gerade auf Te Awaroa und musste hier leider einige oder musste hier feststellen, gut, den habe ich übrigens noch auf Hirschfelden geschossen. Fand ich ganz cool. Von daher ein Bild. Leider habe ich es nicht aufgenommen. Schade. Wisst ihr, wie das ist? Gerade wenn man es braucht, dann war der OBS nicht verfügbar und plötzlich hatte ich einen Diamanten da. Okay, liebe Leute. Nichtsdestotrotz geht's jetzt aber weiter. Und zwar, was mir aufgefallen ist, hier in Te Awaroa, heute wollten wir ein bisschen Rothirsche und ich sag mal Dammhirsche, Rotwild und so schießen. Und hatte mir auch schon so ein paar Zelte und Hochsitze aufgebaut. Und wenn wir uns das Ganze hier auf der Karte mal anschauen. Hier Zelt, da ist schon, glaube ich, ein Hochsitz. Befinde ich mich gerade hier an dem See. Ringsrum hatte ich ein paar Rothirschgebiete gesehen und hatte mir tatsächlich hier einen Hochsitz aufgebaut, den ihr aber auf der Karte hier nicht mehr entdecken könnt. Hab mir deswegen heute extra noch einen zusätzlichen Hochsitz besorgt, also nochmal neu gekauft, wollte mir hier den Hochsitz aufbauen und siehe da, da ist ja schon einer. Konnte ich auf der Karte nicht sehen, aber gut, der frisst ja kein Brot und außerdem werden wir hier noch ein paar Hochsitze brauchen. Problem ist natürlich, ich bin mir nicht sicher und ich weiß natürlich nicht, an welchen Stellen ich denn überhaupt schon was aufgebaut habe. Hier, das sind ja alles die Hochsitze, die im Prinzip vom Spiel vorgegeben sind. Aber die, die ich zusätzlich gesetzt habe, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wo die sind. Da wollen wir mal schauen, auf welche Überraschungen wir noch stoßen. Ich werde jetzt erstmal die Zeit nochmal zurücksetzen auf die Trinkzeiten vom Rothirsch. Und dann sehen wir uns gleich wieder hier auf Te Awaroa. Hoffe, ihr bleibt dabei. Bis gleich. So, Leute, da wären wir also angekommen an unserem ersten See. Machen wir eben den Wegpunkt weg. Der stört nur ringsum unsere Trinkgebiete. Schauen wir, ob hier schon die ersten Tiere aufgetaucht sind. Ich bei mir im Hintergrund schon was höre. Schaut euch das mal an. Der sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus. Hier noch ein paar kleinere Vierer. Aber seht euch mal die Herde an. Viele weibliche Tiere, okay. Und hier wird unser erster Abschuss, würde ich sagen, ne? Wenn ich jetzt nur die richtigen Waffen, okay, die M1 sollten wir da schon nehmen, um halbwegs auf Nummer sicher zu gehen.
Halt Entfernung waren, glaube ich, hier so um die 150. Ja, das ist okay. Dann hoffe ich mal, dass ich den jetzt nicht verreiß, ne? So, mein Freund, bleib stehen. Geht runter. 50, 25. Okay, der dürfte dann wohl gleich fallen. Wunderbar. Das war ja schon mal ein guter Anfang. Den wollte ich mir auch ehrlich gesagt nicht entgehen lassen. So, wir liegen in den Trinkzeiten. Versuchen hier nochmal die Tiere anzulocken. Irgendwo hier in dem Bereich müssten sich bei mir auch noch welche befinden. Den sollten wir uns auf jeden Fall aber als Wegpunkt schon mal setzen, damit wir ihn auch gleich wiederfinden. Hätten natürlich auch versuchen können, den Bogen mitzunehmen, wenn wir hier noch ein paar Tiere vielleicht angelockt kriegen. Aber gut, das sind die Sachen, die fallen mir dann meistens immer ein bisschen später ein. Da haben wir auch ein paar kleinere. Aber auch eine schöne Herde, wie man sieht. So, jetzt versuchen wir mal nochmal den Fünfer hier auf der Seite ausfindig zu machen. Wo haben wir ihn? Da würde ich sagen, wird das unser nächstes Ziel. Hier. 25, okay, auch hier geht schnell runter, dürfte jetzt eigentlich auch fallen. Okay, zwei schöne Tiere gleich zu Anfang geschossen. Immerhin schon mal ein mythischer dabei. Also ich glaube zwar nicht, dass wir hier gleich einen Dia kriegen. Aber ein paar schöne goldene auf jeden Fall. Hier noch mal versuchen, denke ich. Der liegt auf 250. Der geht langsamer runter, den haben wir nicht ganz sauber getroffen. Da setzen wir noch mal einen hinterher. Aber der war nicht ganz sauber. Beide Schüsse wohl nicht.
Dafür haben wir die ersten beiden, okay. Okay, jetzt momentan haben wir hier erstmal alles verscheucht. Was haben wir denn hier noch? Da hinten sollten sich eigentlich auch noch ein paar Tiere rumtreiben. Die habe ich bis jetzt aber noch nicht ausmachen können. Gut, einmal versuchen wir noch die ranzulocken. Sammeln dann die ersten Tiere ein und würde ich sagen, dann wechseln wir mal den See zum nächsten. So, dann bleibt uns erstmal nur noch, wo ist er hin? Dieser auf 230. Den wir sofort haben legen können. Okay, Leute. Ich gehe mal ein bisschen spazieren und dann schauen wir mal, was wir uns da jetzt hier zu Anfang schießen konnten. Und so, wir haben hier genau gegenüber auf 300 Meter nochmal ein. Wir könnten vielleicht versuchen, den auch noch mal zu schießen. Den sollten wir aber breit kriegen nach Möglichkeit. Na komm, dreh dich. Wäre ja schön, wenn er sich einmal zur Seite dreht. Oder wir müssen es halt wirklich versuchen, aber nicht, wenn er verbunden ist. Okay, sieht jetzt gar nicht so schlecht aus. 25. Okay, den sollten wir auch ganz gut erwischt haben. Und das reicht dann auch hier für den See. Da wäre das erste Exemplar. Bin mir nicht sicher, war das ein Vierer oder Fünfer, so viel ich weiß. Aber zumindest können wir uns so ein bisschen Geld auch wieder zurückholen, denn die Zelte und Hochsitze sind ja mit jeweils 16.000 angelegt. So ein Silberner, der hätte, jetzt wollen wir eben schauen. Nee, wäre auch ein Silber gewesen, okay. Und wieder mal gecrashed. Voll doof, meine Lieben, denn das ist die letzten Tage schon ein paar Mal passiert, dass mir das Spiel einfach so abgesoffen ist.
So, wollen wir mal schauen, dass ich es wieder zum Laufen kriege und wir sehen uns gleich wieder. So, liebe Leute, da wären wir dann jetzt zurück nach dem Spiele-Crash. Total nervig, denn da war auf jeden Fall ein potenzieller Diamant zwischen. Seit dem Update, wie gesagt, das vierte Mal oder so, dass er mir abgegangen ist von einem Moment auf den anderen. So, wir haben den See gewechselt, befinden uns momentan hier unten, Rotonui, an dem See. Da sollte es auch ringsrum noch Rothirsche geben. Und probieren wir mal, ob wir da nicht welche angelockt kriegen. Momentan sind auch noch nicht alle Gebiete besetzt. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich nicht eventuell sogar auf der anderen Seite irgendwo einen Hochsitz oder so aufgestellt habe. Kann da aber auch nicht sehen. Schön neblig, da haben wir also noch mal ein paar Tiere auf 370 Meter. Die sind aber alle ein bisschen weit weg, zu weit, um die hier anzulocken. Da haben wir genau den Baum dazwischen. Ich sehe nicht, ob da irgendwo noch ein Männchen sein könnte. Keine Böcke, so wie es aussieht. Will er sich nur dazu gesellen? So, den haben wir auf 340 Meter noch ein, der auch recht vielversprechend aussieht. Aber 330 Meter ist jetzt nicht gerade wenig. Wir können ja erstmal versuchen, dass wir den hier vorne kriegen, weil der halt näher dran ist. Etwas näher. Aber ist natürlich gut geschützt durch die. Habt ihr das gesehen? Das war mal interessant.
Okay, der sollte aber jetzt fallen. Ist bei 300 Metern natürlich immer so eine Sache. Ist immer ein bisschen riskanter. Aber der hat gut gesessen. Der müsste eigentlich auch ein Gold gewesen sein. Den schauen wir uns gleich mal an. Der scheint mir ein bisschen sehr weit weg zu sein mit 350 Meter. Bin überlegen, ob wir das versuchen sollen. Einfach mal so. Okay, der war natürlich nicht sauber. Habe ich mir aber auf die Entfernung jetzt auch nicht gedacht, aber so ein paar weite Schüsse wollte ich halt mal zwischendurch probieren. Warum nicht? Der geht zumindest runter. So, die da vorne sind auch zurück. Der liegt bei 25. Normalerweise sollten wir ihn versuchen zu erlösen, ne? Aber wieder gut verstanden. Na, jetzt aber. So, wie gesagt, hier sind halt auch sehr viele Rothirsche unterwegs. Der geht auch recht schnell runter. Ja. Und müsste jetzt fallen. Da haben wir ihn auch. So, bevor wir jetzt gleich eine Runde um den See drehen, schauen wir noch mal eben nach, ob hier noch was Interessantes zu finden ist. Und dann bleibt zu hoffen. Dass uns das Spiel nicht wieder abschmiert. So, wenn ihr also ein bisschen grinden wollt, hier auf der Karte habt ihr halt für Hirsche
zu den Trinkzeiten morgens von 6, 6:30 bis 10 Uhr, 10:30 Uhr ungefähr. Gerade an den Seen im unteren Bereich oder hier in dem rechten Bereich gibt es halt wirklich viele. Kommen sie auch schon wieder zurück. Na, die. Warpen immer so ein bisschen hin und her, so wie es aussieht. Sind aber auch nur noch weibliche Tiere. Gut. Die lassen wir mal so ein bisschen hin und her warpen. Und schauen uns lieber an, was wir hier erlegt haben. Also gar nicht mehr, wie viel wir jetzt geschossen haben. 4, 5. So, unser erstes Tier am neuen See. Bronze in dunkelbraun, $970. Und wenn wir uns vielleicht auf der anderen Seite noch einen Hochsitz aufbauen. Auch nur Weibchen. Aber was soll's. Klein bisschen was fürs Portemonnaie noch tun. Holen wir uns erstmal sie, die uns immerhin auch 1200 bringt. Hüpfen schnell rüber zu einem schicken goldenen hier. Liegt auch gleich das nächste Tier. So, und mindestens einer sollte sich hier noch unten am Wasser befinden. Hier ein kleiner niedlicher Silber und auch den nehmen wir natürlich an.
Gut, wir sind jetzt zwar nicht auf dem Hochsitz. Hätte ich vielleicht noch ein bisschen tiefer ansetzen sollen. Den holen wir uns aber noch eben schnell. Also wie gesagt, wenn ihr wirklich ein bisschen grinden wollt hier an den Seen, jede Menge Rotwild. Und mit ein bisschen Glück habt ihr dann auch relativ schnell euren ersten Diamanten oder den nächsten. Was schießt ihr eigentlich, wenn ihr so auf die Herden geht oder seht so ganze Herden vor euch? Schießt ihr nur die Männchen? Schießt ihr auch Weibchen ab? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, weil da hat ja auch jeder ein eine andere Methode für die Jagd. So, ich sehe ihn vor dir. Na, der flieht. Lassen wir ihn laufen. Wo willst du mich jetzt hinführen? Na, wo willst du mich hinführen? Okay, habe ich mir gedacht. So, liebe Leute, wenn es euch ein bisschen Spaß gemacht hat, lasst mir gerne ein Däumchen da. Wir beenden unseren kleinen Jagdausflug für heute. Hoffen, dass wir die nächsten Male ein bisschen mehr Glück haben, was die Spiele Crashes und so betrifft. Wir können noch mal kurz auf die Map schauen. Wie gesagt, hier rings um den See. Wir haben hier mehrere Plätze. Wir haben hier Trinkgebiete. Wir haben hier, glaube ich, mehr den Dammhirsch. Auch ein Rothirsch dazwischen, Rothirsch, Rothirsch, also auch viele Rothirschgebiete. Haben hier nochmal einen Dammhirsch. Und ich bin am Überlegen, ob wir uns hier eventuell noch einmal kurz umschauen. Aber wie gesagt, auf die Schnelle. Zeitlich haben wir da ja jetzt nicht so den Druck. 7:50 Uhr, ein bisschen sind die ja noch unterwegs. Jetzt
Zelte und so, das ist alles so sauteuer. Und wenn wir dann noch bedenken, dass wir die mehr oder weniger auf verschiedenen Maps setzen müssen, ich denke mal, dass ich auch Revontuli demnächst meine ersten Zelte und Hochsitze und Tarnzelte hinstelle. Da sind 140.000 pro Map ja nix, ne? Die müssen erstmal wieder eingesagt werden. Ich gehe jetzt nicht allzu vorsichtig. Ja, schauen wir einfach mal, was wir hier am See noch so haben. Und ich denke mal, wenn ihr noch mehr Geld investiert, zum Beispiel für für jeweils ein zweites Zelt, was ihr dann am anderen Ufer stellt, dann spart ihr euch natürlich auch noch die ganze Lauferei und schafft bestimmt so drei Seen pro pro Trinkzeit, also pro Ingame-Tag für die Hirsche. So, da wären wir ja auch schon begrüßt. Befinden sich halt hier. Auf der Seite noch. Auch auf der Seite hier wieder einen schönen 7er. So macht das Spaß. 150 Meter. Ah, der hat sich gerade weggedreht. Und blubbt gleich weg. So, der kommt aber auch zu mir geschwommen. Da ist noch ein Sechser. Aber wir probieren es jetzt aber erstmal wieder mit unserem Cola. Da sollten wir einige auch wieder zurückgeholt kriegen. Da hat er sich gleich ein neues Tränkengebiet erstellt. Guckst du da? Da sind, guck euch hier mal die Masse an Rothirschen an, die sich hier unten noch rumtummelt. Da liegt unser Hochsitz allerdings wieder ein bisschen ungünstig. Aber wir hatten noch auf der Seite noch welche. Müssen wir mal schauen, ob wir die eventuell nicht noch mal näher rankriegen.
fast 400 Meter, 350 Meter, 360. Das ist natürlich ein bisschen weit. So, da zeigen sich dann auch wieder welche. Es bleibt nur zu hoffen, dass da eventuell auch ein männliches Tier bei ist. Warten wir halt nochmal. Wenn er nicht nur Weibchen gewesen sein, hoffe ich. Ist aber auch schon nervös. Okay, liegt natürlich auch am Wind. Könnten hier natürlich jetzt ein paar weibliche Tiere schießen. Mal eben hier vorne gucken. Weibliche Tiere, okay. Aber besser als keine. Beiden eben noch mal einsammeln. Aber hier bin ich, glaube ich, falsch. Lassen wir mal den Hund suchen. Aber vorher können wir uns auch noch mal unseren Hirsch von gerade anschauen. Auch ein schönes Goldhirsch, schön großes Geweih. Sehr schön. Cool, cool. So, Doggy. Dann zeig mir mal, wo es lang geht. Das dürfte das zweite Reh sein, was wir da geschossen haben. Reh, ja. Nicht, ne?
Eigentlich hätte ich jetzt natürlich Hirschkuh gesagt. So, fängt schon wieder an zu ruckeln. Ich hoffe, dass uns das Spiel gleich nicht wieder abschmiert. So, das erste der beiden Tiere dürfte eigentlich nicht so weit gekommen sein. Gehen wir noch mal zurück. Ich denke mal, da vorne müssen wir noch einen Hochsitz aufbauen. Auf die andere Seite. So, der dürfte wirklich nicht so weit gekommen sein. Da schauen wir noch mal her. Wo geht's lang? Wundert mich eigentlich, dass er noch bei 75 ist, weil der Blutfleck war ja nur wirklich relativ groß. Aber da haben wir wohl keine lebenswichtigen Organe getroffen. Egal, war kein Männchen, macht uns nichts kaputt. Aber füllt zumindest die Taschen wieder ein bisschen auf. Annahme. So, da wollen wir schauen, wo wir den getroffen haben. Lunge rechts. Okay, also schon Lungenflügel getroffen, aber ist halt wirklich sehr weit gelaufen noch, ne? Dreihundertvierzig Meter da vom Schuss entfernt. Hätte ich nicht gedacht nach einer Lunge. So, wir hatten aber auch hier in dem Bereich noch ein Tier. Oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich bin mir gerade gar nicht mehr so ganz sicher. Ich glaube schon, ne? Lass uns mal eben nachschauen, ich weiß es nicht mehr. Der Goldene, der kam ja zu uns geschwommen.
Da sind halt auch noch welche. Da gehe ich jetzt nicht drauf. Da werden wir wirklich hier auf der Seite noch mal einen Hochsitz aufbauen. So, mussten wir eben ausmachen. Klein bisschen husten. So, mit dem Jagen sind wir dann für heute soweit durch. Schau wirklich nur noch mal nach, ob da vorne nicht noch irgendwo ein Tier war. Aber ich glaube, das war der, ne? Der ist von da weggezogen und hat sich dann da ein neues Trinkgebiet erstellt. Da haben wir nochmal einen Sechser. Da haben wir nochmal die große Herde. Also wie gesagt, sollte ich mir wirklich auf der Seite noch irgendwo einen Hochsitz aufbauen. Haben wir auch noch mal einen Sechser. Also hier sind auch einige größere Tiere. So, liebe Leute, lassen wir den Hund einmal von der Leine und schauen nach, ob er hier noch eine Blutspur findet. Ich glaube aber wirklich, das wird es gewesen sein. Okay, dann let's call it a day. Hier sind halt noch einige Tiere, die wir erstmal noch schießen könnten, aber ist das? Da sind mindestens noch mal drei männliche. Also ich werde nicht drum herum kommen. Auf der Seite muss auf jeden Fall noch mal ein Hochsitz hin. Ich hoffe, hat euch ein bisschen Spaß gemacht, trotz des Crashes. Würde mich freuen, wenn ihr nächste Mal wieder dabei seid. Und ich sage einfach mal, bis dann, liebe Leute, und bleibt gesund.